Ich bin Chefarzt der Parkklinik Heiligenfeld in Bad Kissingen. Also ich leite die Akademie Heiligenfeld, das ist die Bildungseinrichtung der Unternehmensgruppe Heiligenfeld. Ich habe selbst 6 Mitarbeiter, aber an größeren Projekten arbeite ich dann mit verschiedenen Abteilungen hier im Unternehmen noch zusammen. Also die Funktion ist erstmal die des Bereichsleiters und das beinhaltet den kreativtherapeutischen Bereich aller unserer Kliniken. Ich habe 7 unmittelbar mir zugeordnete Mitarbeiter, also das sind die sogenannten kreativtherapeutischen Leiter in den Häusern. Das sind 7 Stück mit der Kindertherapiestätte in Waldmünchen. Und letztendlich hängen da etwa 150 Mitarbeiter, Therapeuten dran, die sich halt dann um die Patienten kümmern. Also ich bin verantwortlich für das Marketing und die Unternehmenskommunikation. Und im Team sind derzeit 13 Mitarbeiter beschäftigt. Es gab immer neue Herausforderungen durch Corona, durch die entsprechenden Vorgaben, die von verschiedenen Seiten gemacht wurden und die einander schnell abwechselten, die zu berücksichtigen waren. Das musste gleichermaßen den Patientinnen und Patienten vermittelt werden, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die teilweise verängstigt und auch widerständig, anfänglich auch reagiert haben. Also von daher ging es um sorgsame Vermittlung, um Empathie, aber gleichzeitig eben trotzdem um Stringenz dabei, damit das Ganze umgesetzt werden konnte. Also es war einerseits eben eine organisatorische Aufgabe im Zusammenhang mit der Neustrukturierung, den ganzen Hygienemaßnahmen, Kontrollmaßnahmen, Räume, Aufteilung, Versorgung der Patienten auch andersweitig. Andererseits auch eine emotionale Aufgabe des Begleitens, Führens und Haltens. Also die Pandemie hat natürlich die Eventbranche und die Bildungsbranche sehr getroffen. Das ist bei uns auch zu merken. Wir haben hier ja mit vielen Herausforderungen zu arbeiten, wie zum Beispiel auch ein Veranstaltungsverbot, was ein Berufsverbot ja gleichkommt, aber auch ja mit Kurzarbeit, mit Homeoffice. Das betrifft natürlich auch meine Führungsaufgabe. Da gibt es wirklich, um auf den Augenblick zu achten in dem Sinn. Naja, also ganz konkret hat sich sicher verändert, dass alles viel schnelllebiger geworden ist. Ne, die Regeln, die im Zusammenhang mit der Pandemie auf uns getroffen sind, die waren ja auch nicht einmal feststehend, sondern die haben sich ständig verändert. Wir haben einen recht komplexen Therapieplan, mit dem wir probieren, unsere Qualitäten umzusetzen. Und das in Einklang zu bringen mit den Regeln und den Kurs, aber dennoch nicht zu verlieren, also das verwirklichen zu können, was wir in der Therapie wichtig finden, zum Beispiel Beziehung, aber auch Intensität. Das war schon oder ist auch immer noch eine ordentliche Herausforderung. Ich würde mal sagen, so wenn ich zurückgucke, die für mich persönlich schwierigste Entscheidung oder das schwierigste Zeitmoment war sicher, als wir uns entschieden haben, Mitarbeiter in die Kurzarbeit zu schicken. Das war was, was ich aus dem Radio kannte, von irgendwelchen Industrieunternehmen, aber vor 1-2 Jahren nie dran gedacht hätte, dass sowas jemals in Heiligenfeld passieren könnte. Und das war schon auch persönlich ein Punkt, der mich getroffen hat. Und klar war es logisch, war wichtig, die Entscheidung mitzutragen. Aber das Umsetzen fand ich schon schwierig. Das ist auch immer noch so was, wenn ich zurückblicke, im Moment haben wir Gott sei Dank niemand mehr in der Kurzarbeit, aber wenn ich zurückblicke, das ist so ein Wermutstropfen, kann man sagen, in der ganzen Geschichte. Man kommt ja dann erstmal in solche Zustände, man wird katapultiert in Zustände des Nichtwissens. Und da entstehen bei den Menschen Ängste, Unsicherheiten, auf die man einfach reagieren muss. Viele Menschen reagieren zu emotional und das ist für Führungskräfte oder für mich speziell auch eine Herausforderung. Wie entscheide ich? Was ist das Richtige? Was ist das Beste in diesem Moment?
für mich war es wichtig, erst einmal eine klare eigene Position einzunehmen. Und natürlich sind am Anfang da auch Widersprüchlichkeiten da, die dann zu überwinden, da Klarheit zu haben, diese Klarheit dann auch weiterzugeben an mein Umfeld, fest in der eigenen Position zu sein, gleichzeitig aber sozusagen die anderen mitzunehmen, zu überzeugen, zu motivieren, ohne überflüssigen Druck aufzubauen und dann über diese eigene Verantwortungsübernahme die anderen auch dazu zu bewegen, selber auch Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu werden und sich gemeinverantwortlich zu verhalten. Also es gab eigentlich zwei Herausforderungen. Zum einen die Kreativität zu erhalten oder auszubauen und gleichzeitig den Teamgeist zu stärken und auf die Gesundheit der Mitarbeiter zu achten. Das waren so zwei, drei Aufgaben, die ich als herausfordernd gesehen habe, aber gleichzeitig auch Spaß gemacht haben. Also wir haben in Kreativität rein investiert, wir haben Workshops gemacht, wir haben gemeinsam was gestaltet. Wir achten sehr auf uns, unterstützen uns gegenseitig, sind ja auch ein bisschen liebevoll zueinander, also auch da mal innezuhalten und auch drauf zu schauen, war uns dann ganz wichtig und das Miteinander zu stärken. Also Kommunikation und Transparenz in den Entscheidungen war was ganz Wesentliches für uns. Ich glaube, das für mich Wichtigste war eine in meiner Spiritualität und Haltung dem Leben gegenüber eine Unabhängigkeit zu behalten. Also wenn man das Geschehen betrachtet, sieht man ja sehr deutlich, wie das Thema Covid-19 Menschen polarisiert oder eine Gesellschaft polarisiert auch. Und das trägt sich natürlich auch in eine Klinik rein, logischerweise. Und da fand ich es einfach wichtig, eine unabhängige Position haben zu können. Und da hat das, sagen wir mal, spirituelle dem Leben gegenüber Verantwortliche verankert sein, mir geholfen, eine freie Position zu behalten, die es dann halt auch möglich macht, immer wieder auf die einzelnen Menschen zuzugehen und die als Menschen und in ihren auch ja, zahlreich dann aufgetauchten Ängsten und Nöten, denen darin zu begegnen. Das würde ich sagen, das war das persönlich für mich Wichtigste, diese Position zu finden, die unabhängig ist von diesem ganzen Geschehen um Covid-19. Also ich habe versucht, zum einen rational, aber auch emotional auf die Dinge zu blicken. Damit meine ich rational, es hat ja erstmal von einem Tag auf den anderen viele neue Reglementierungen gegeben, die ganzen Vorschriften, Maske zu tragen, Abstand zu halten und viele Dinge waren einfach nicht mehr so wie vorher. Und das mit in den Blick zu nehmen, dass es einfach Daten, Fakten, Regeln gibt, das ist das eine. Und das andere mit emotional meine ich, offen zu sein für die täglichen Herausforderungen und darauf auch gelassen zu reagieren. Die wichtigste Lösung in dem Sinne war die eigene Authentizität. Und die Kommunikation, also die Transparenz, die anderen mitzunehmen, die anderen mit einzubeziehen, ihnen zu helfen, ein Wir-Gefühl zu entwickeln, sie zu überzeugen, sie auch zu be- und ermächtigen, mit der Situation umzugehen. Das heißt, sowohl eben die Herausforderungen und Gefahren zu sehen, aber auch zu sehen, was man für eigene Möglichkeiten und Ressourcen hat und damit dann die Hürden zu überwinden. Eindeutig ein Vorbild zu sein, also in Szenarien zu arbeiten, immer transparent die Entscheidungen zu bringen und dabei ein Vorbild zu sein, auch im liebevollen Umgang miteinander. Ob das jetzt Spiritualität ist oder eine andere Haltung, ich habe ja gesagt, auch dem Leben gegenüber eine Haltung, muss jetzt nicht unbedingt spirituell sein, aber irgendwas, was einen ein Stück weit auch unabhängig hält, um ja mehr perspektivisch einfach sehen zu können, verschiedene Aspekte sehen zu können, aber auch eben die Nöte, die Mitarbeiter mitbringen mit so einem Geschehen.
die im Blick behalten zu können, ohne jetzt irgendwie in die eine oder andere Richtung zu kippen. Das finde ich schon sehr wichtig. Ja. Das würde ich auch, glaube ich, jedem als allererstes jedenfalls nennen. Ich rate Führungskräften, in Nicht-Krisenzeiten täglich gut für sich zu sorgen. Das heißt, regelmäßige Pausen einzuhalten, sich Auszeiten zu nehmen, sich zu bewegen und irgendwelche Dinge zu suchen, die entspannungsfördernd sind. Soziale Kontakte zu pflegen und auch vielleicht Rituale in den täglichen Ablauf einzupflegen. Und dann sind wir eher in der Lage, in solchen Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten auch gelassener zu reagieren. Und wir haben viel Kraft und das brauchen Führungskräfte. In solchen Zeiten müssen sie sich nicht nur um sich selbst kümmern, sondern auch um die Mitarbeiter, die sie führen.